Hallo zusammen, ich wünsche euch alle erstmal ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid super mega gut in das neue Jahr gestartet. Dieses Jahr einfach mal ein bisschen anders als sonst. Aber ist auch vorbei jetzt. Ich darf euch zum heutigen Workout begrüßen. Wir machen heute wieder ein klassisches CrossFit-Workout eigentlich. Wir fangen an mit dem Warm-up, machen dann Kraftteil und dann noch ein kleines Metcon und zum Schluss noch ein bisschen Mobility. Wir starten beim Warm-up, machen 5 Death March. Das heißt, wir gehen einen kleinen Ausfallschritt nach vorne. Das vordere Bein ist gestreckt, das hintere leicht angewinkelt. Gehen mit geradem Rücken nach unten, so weit wie es geht. Explosiv wieder nach oben. Und das gleiche mit der anderen Seite. Kleinen Schritt nach vorne, hinten leicht angewinkelt, vorne gestreckt. Gerade Rücken nach unten und explosiv nach oben. Davon könnt ihr quasi 5 Meter machen oder einfach immer abwechselnd, dreimal rechts, dreimal links. Danach machen wir 10 Alternating Back Scales. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt. Das ist quasi Arme ausgestreckt. Dann bleiben wir auf dem rechten Fuß stehen. Halten die Balance und gehen so weit runter, bis wir waagerecht sind und wieder nach oben. Und das gleiche mit dem linken Fuß, auch wieder so weit runter, bis wir waagerecht sind und wieder nach oben. Davon 5-mal rechts, 5-mal links. Danach die Russian Babymakers, ich denke, die kennt ihr alle, das heißt hüftbreiter Stand, an die Zehenspitzen gerade, gestreckte Beine an die Zehenspitzen, in die Squat-Position, Fußspitzen festhalten, bisschen wippen, Knie nach außen drücken und wieder die Beine durchdrücken, Hände bleiben an den Fußspitzen und wieder runter in die Squat-Position. Davon macht ihr auch 5 Stück und das Ganze 3 Runden und dann solltet ihr eigentlich schon warm sein. Danach kommt unser Kraftteil. 5 Runden for Quality. Wir machen 16 Alternating Single Deadlifts und danach machen wir noch 5 Broad Jumps. Ihr habt zwischen den Runden habt ihr 90 Sekunden Pause. Für die Single Deadlifts könnt ihr euch ein Gewicht nehmen, Kettlebell, Dumbbell, Wasserflasche, Rucksack, was auch immer. Gerne auch mit 2 Gewichten, rechts, links. Ich habe jetzt hier leider nur eine Kettlebell, deswegen mache ich es nur mit einem Gewicht. Wenn ihr es mit einem Gewicht macht, nehmt ihr quasi in die linke Hand das Gewicht. Euer Standbein ist das rechte. Geht langsam nach unten, haltet das Gleichgewicht und steht langsam auf. Versucht das Gleichgewicht zu halten, langsam nach unten und wieder nach oben. Davon immer sich, also Alternating 16 Stück. Wenn ihr das habt, macht ihr 5 Broad Jumps. Das heißt, ihr springt so weit, wie ihr könnt. Ich kann das jetzt hier leider nicht im Extremfall vormachen. Das heißt, ihr nehmt Sprung, springt nach vorne, so weit, wie ihr könnt. 5 Mal, lauft wieder zurück und springt wieder nach vorne. Danach habt ihr 90 Sekunden Pause. Und das Ganze 5 Mal. Und wenn ihr das habt, machen wir noch ein kurz knackiges M-Rap, 10 Minuten mit Swings und Step-Ups. Nehmt euch wieder das Gewicht von den Single Deadlifts. Macht ganz normale Swings, die ihr alle kennt. Schulterbreiter Stand, das Gewicht ein bisschen weiter vorne. Ungefähr einen Fußbreit weiter nach vorne, nach unten. Und explosiv die Hüfte nach vorne. Genau. Davon macht ihr 15 Stück und danach 10 Step-Ups, rechter Fuß, linker Fuß, rechter Fuß, linker Fuß. Das macht ihr 10 Minuten lang, so oft wie ihr könnt und dann habt ihr es geschafft. Und zum Schluss, zum Cooldown, machen wir noch ein bisschen Mobility und zwar die Pigeon Pose. Das heißt, ihr geht eigentlich, was ihr kennt vom Yoga, diesen Down Facing Dog.
Nehmt dann euer rechtes Bein nach vorne. Legt euch ab. Die, die sehr beweglich sind, der Fuß, umso weiter er nach vorne geht, umso mehr dehnt er. Das soll die Hüfte öffnen. Und dann geht ihr langsam nach vorne und haltet das. Und jeder Fuß eine Minute. Das heißt, wechselt nach einer Minute, linker Fuß vor, hinten die Fußspitze ablegen und auch wieder halten. Eine Minute und dann habt ihr es geschafft. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ciao.